YouTube-Zeichen starten wir in einen weiteren Abend, Lords of the Fallen. Und zwar das Erste, was mir aufgefallen ist, wo fange ich an? Also es wurde ja immer mal wieder gesagt, wenig Schaden, bist ja gar nicht und hast ja auch noch nicht. Ja, jetzt habe ich. Ich habe mal ein bisschen hier Upgrades-Materialien in der Zwischenzeit noch gefarmt. Ich habe jetzt beide Waffen auf plus 7. Und im Zuge dessen ist mir aufgefallen, bevor ich das erste Upgrade überhaupt gemacht habe, dass ich zwei Runen einbauen konnte in jede Waffe. Also ich glaube, das war letzte Mal einfach ein Bug, was sie mit einem Patch gefixt haben und seitdem haben wir nur nicht mehr reingeguckt. Weil ich hatte halt jetzt schon zwei Runenslots in jeder Waffe, die ich halt noch nicht genutzt hatte. Das heißt, ich habe jetzt erstmal in den Waffen halt auch Runen reingemacht und habe sie dann halt von 5 weiter aufgewertet auf beide plus 7. Bin leider noch nicht auf plus 8 gekommen, weil halt nicht mehr Stuff gedroppt ist. Also dementsprechend ist der Stand jetzt auf beiden Waffen plus 7. Ne? Also ein bisschen mehr, weil ich glaube, angefangen hatten wir, also beziehungsweise als ich angefangen habe, war glaube ich plus 5. Also dementsprechend 2 Level auf beiden Waffen. Natürlich, im Zuge dessen sind auch ein paar Level dazugekommen. Levelstand ist jetzt Level 74. Seht da unten, hab ein bisschen weiter in Stärke geskillt, ein bisschen in Vitalität. Und ich glaube, ein paar Punkte in Beständigkeit für mehr Ausdauer. Das habe ich quasi halt gemacht. Ja, dementsprechend, so sieht's aus. Werde wahrscheinlich die Tage ab und zu dann auch immer nochmal eine Farmrunde machen, bis ich die Waffen halt beide auf plus 8 habe, weil Kritik. Es gibt halt, sage ich mal, keine Upgrade-Steine bis jetzt, die auf dem Weg garantierte Drops sind oder so. Also zumindest gab's halt bis jetzt keine. Aber dementsprechend, ja, muss ja anscheinend dann farmen. Und ja. Das habe ich jetzt halt gemacht. Schweres Sub. Nein, die Runen werden erst freigeschaltet, wenn du Gerlinde eine oder zwei Tafeln gegeben hast. Oder das. Keine Ahnung. Okay, das war dann aber für mich nicht offensichtlich, Fabio. Aber gut, wenn es daran gekoppelt ist, dann war es kein Bug. Dann ist es halt nur irgendwie sehr komisch daran erklärt. Und der Tom haut erstmal nochmal 5 Stück raus. Da sage ich dickes Dankeschön für die Geschenkabos. Willkommen zurück an die, die es erwischt hat. Dankeschön, Tom, für den Support. Sehr lieb von dir. Danke, Mann. Ja, und dann machen wir weiter, würde ich sagen, ne? Und da waren wir ja jetzt neu in dem Minengebiet. Genau, da haben wir noch nie reingeguckt. Da geht's heute weiter. Und bis jetzt finde ich es immer noch gut, ja? Noch kein Rage. Also ab und zu mal wegen irgendeinem Kackmob, aber so im Großen und Ganzen halt nicht. So, genau, da brauche ich immer noch den sonnenlosen Schlüssel, den ich immer noch nicht habe. Mal eben hier muten. Und dann gucken wir hier mal rein in den Lachs. Ah ja, jetzt bin ich OP. Gestern hieß es, ich bin Plepp, weil ich eine 5er-Waffe habe. Heute bin ich OP. Ja, ist klar. Entscheidet euch doch mal. Oh, wie komme ich da zu dem hin? Und der Tom haut nochmal einen raus an Panikpille. Bei dem kann ich aber definitiv sagen, willkommen zurück. Dankeschön, Tom. Für einen weiteren Geschenksab an der Stelle. Much appreciated. Merci. Oh, machen wir jetzt mal hier Knatter Otto weg, dass ich mir mal ein bisschen umgucken kann. So, jetzt aber. Dankeschön. Stirb. Stirb. Langsam. Da hat nur einer gesagt, weil der seine Waffe auf den 9 gefarmt hat. Au! Wobei, plus 9, brauchst du da nicht dann schon die anderen Dinger? Hier droppen halt immer noch kleine, was ich halt, oder hier liegen kleine, was ich halt immer noch ziemlich sinnlos finde. Aber ja, keine Ahnung. Wie komme ich denn da zu dem Loot? Hallo? Ne? Jo. Kannst die Tür auch gerne zumachen? Da. Wie komme ich da hin? Wahrscheinlich von oben irgendwo.
So, dann gucken wir mal weiter. Das sieht alles nach Shortcut aus. Also, ich sieh's the way. Also, wenn hier irgendwas Verstecktes ist, was ihr gesehen habt, also bei euch gesehen habt oder wie auch immer, haut gerne raus. Dann nehme ich das natürlich gerne mit. Da könnt ihr mir ruhig helfen. Aua. Aber was denn? Achso, der spuckt schon wieder Kacke. Ach, da ist noch einer. Schon wieder Kleines. Das finde ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre zum Beispiel jetzt eines der Kritikpunkte, die ich sagen würde, dass bis jetzt nur mit Random Drops die Upgrades möglich wären, weil immer noch als fixe Punkte, also als fixe Loot-Punkte kleine Scherben liegen. Das finde ich halt irgendwie ein bisschen Mumpitz. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie halt auch dementsprechend dann mal mittlere und große halt irgendwo platzieren, die nicht einfach nur Random Drops von irgendwelchen Random Mobs wären. Weil mit Pech hast du halt Pech. Da ist eine Leiter, die kann ich dann runterkicken. Okay, aber wie komme ich da hin? Ja, müssen wir mal gucken. Sie war ja im gleichen Haus, Tom. Also, sie hat das Haus nicht verlassen. Also, ist ja Geofencing. Das heißt, ich habe halt einen Geofence für Nicole drumherum, dass ich immer weiß, wo die ist. Und wenn sie halt den Geofence verlässt und dann wieder in den Geofence zurückkommt, dann geht das Licht aus. Als Warnlampe. Aber ansonsten, wenn sie im Haus ist, da ist natürlich der Geofence schon etwas großzügiger. Das funktioniert? Okay, muss ich mal so eine Pfote reinmachen mit Item Find. Das habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Wo geht's denn hier weiter? Achso, ja, hier. Dies habe ich natürlich nicht gemacht. Giftheilung. Okay. Okay, das war mal ein kleines zärtliches Fass. Irgendwie klingt das, als ob die mal mit Blut schießen. Hallo, bin runtergefallen. Nun. Wo bin ich jetzt? Uralt. So fühle ich mich morgens. Wie sieht denn uralt aus? Eher so grün, ne? Machen wir uns mal ein bisschen gelb. Okay, ich sehe auf jeden Fall schon wieder Gegner hier im Wasser. Räums. Ach, scheiße, Mann. Sonst komme ich ja hier nie rüber. Ach du Scheiße. Ja, geil. Welcome to Umbral. Alter. Ah! Was passiert? Hier passieren viele Dinge. Ach du Scheiße.
Da unten liegt auch Blut. Hä, wie kommt man denn da hin? Ach so, von da? Und wie komme ich dann wieder weg? Nee. Ach, von hier. Das war tief. Alter, ich lebe noch. Wie habe ich denn das überlebt? Hilfe. Ich dachte für eine Sekunde, ich bin tot. Hacker der Treue. Aha, wer ist denn Hacker der Treue? Keine Ahnung. Wurde vorhin invaded, hab den gesamten Stamina-Leiste mit Doppelschwert 10 Stärke 60 reingedonnert, der war halbes Leben. Und dann hat er mich 3 Wurfen one-shottet, also irgendwie ist das ein Witz. Tatsächlich bin ich auch invadiert worden, als ich gefarmt habe. Und was ich sagen kann tatsächlich, also sei es jetzt, es sind Zauber, die eventuell mehr Rüstung machen, oder aber du merkst in diesem Spiel tatsächlich Rüstung echt sehr, sehr krass. Also wenn Leute halt hier wirklich mit dicker Rüstung unterwegs sind, haben die auch wirklich eine hohe Schadensmitigation. Ich glaube, das letzte Mal ist mir das so krass aufgefallen in Dark Souls 1, dass halt der Unterschied zwischen keine Rüstung, leichte oder richtig harte Panzerrüstung, Dark Souls 1, wo du die Rüstung ja, glaube ich, auch noch aufwerten konntest, ist hier krass, Fabio. Das stimmt. Also hier bist du wirklich, wenn du so ein Setup spielst, was ich jetzt spiele, Glass Cannon, also jetzt von der Rüstung, nicht von den Waffen, und wenn du eine dicke Rüstung hast, hast du wirklich sehr gute Schadensmitigation, plus falls es vielleicht noch Zauber gibt, die es noch buffen. Also, macht dir echt viel aus. Hatte ich auch. Also, ich habe tatsächlich... es war ein knappes Duell. Er hat Estus genutzt. Ich nutze keine Estus. Oder habe ich bis jetzt nicht. Sollte ich vielleicht tun. Und ich hatte... Also, wenn ich es richtig interpretiere, können Phantome, wenn sie sterben, nicht in Umbral. Wenn du die tötest, hast du gewonnen. Du selbst kannst aber in Umbral. Oder Umbral. Das heißt, ich hatte 8 Sekunden Immunität. Und hab 8 Sekunden komplett danach, als ich nochmal tot war, komplett auf den rumgenödelt. Und hab den trotzdem nicht mal die Hälfte Leben abgezogen in seiner dicken Rüstung. Also dementsprechend, ja. Ging halt immer noch in DS2? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ging nicht mehr, oder? Ging das noch an Dorius? Ich weiß es gar nicht. Und One Hope Sandman, sei gegrüßt, moin. Aber bin ich sicher. Wow. Aber nicht sicher. Wie das Invaden funktioniert, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht selber gemacht. Ich habe bis jetzt nur gegen Invader gekämpft. Also weswegen ich sagen kann, ja, gibt es. Aber frag mich noch nicht, wie es funktioniert. Das weiß ich noch nicht. Ring der ersten Bestie. Okay, was ist denn ein Ring der ersten Bestie? Machen wir mal Auge. Was kann er denn? Ring der ersten Bestie. Ring der das Appel der ersten erhöht die Beständigkeit. Achso, ja gut, okay, das brauchen wir nicht wirklich. Das brauchen wir nicht wirklich. Alter, die erinnern mich wirklich an die Demon's Souls Mobs. Halt nicht viel aus, aber keulen zu wie ein Truck. Habe ich die Leiter jetzt runtergelassen? Wofür war denn jetzt an der Hebel? Muss ich den erst entsperren? Okay, habe ich jetzt nicht gecheckt, aber okay. Habe ich nicht gecheckt. Ah, wir haben das Tor aufgemacht. Das war der, ja. Hebel. Das sollten sie noch ein bisschen besser adressieren. Sei es jetzt mit Sounds oder so, weil jetzt mir war absolut nicht klar, was ich jetzt gerade mit dem Hebel gemacht habe.
Aber gut, wir haben es ja gecheckt. Jetzt ist die Frage, komme ich hier oben rüber oder falle ich jedes Mal da runter? Fragezeichen, Ausrufezeichen, ich weiß es nicht, mal gucken. Es ist sehr weit. Also so nicht. Aber hier steht ja auch noch ein Mob. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Oh. Also ich weiß nicht, wie ich hier hinkomme. Das müsste hier links von mir sein. Hä? Oh, hier liegt auch noch ein Item. Lull. Danke für noch mehr kleine Fragmente. Oh, hier hinter müsste das sein, da oben. Das heißt, ich komme hier rüber von da, aber wie komme ich denn da hin? Ist das später, Chat? Gibt es hier irgendwo eine Leiter? Also ich sehe nicht, wie ich da hochkommen soll. Ja, hau ab, Reaper. Das stimmt. Also die Wuchtigkeit bei From Software Games ist unerreicht. Da machst du nichts gegen. Ja, machen wir mal voll. Hab keine Heilung mehr. Dann gehen wir weiter geradeaus. Weiß nicht, wie ich da oben hinkomme. Fabio und Vinitus wissen es anscheinend auch nicht. Feels bad, man. Schon wieder eine Heilung gekostet. Wow, Fabio, dann spiel mal nicht so schnell. In der Küche. Aha. Achso. Sah gerade aus wie ein Armbrustmann. Schon wieder so eine. Okay, mal ein Standard. Das ist okay. Ah, hier ist eine... Wow, ums Eck gesnipert. Hilfe. Jetzt lässt der in die Luft schwingt. Oh. Oh wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hilfe! Okay, da ist aber auch noch ein Weg. Also, oder? Ja, das ist der... Das wird hier... Ach, da ist auch noch ein Weg. Achso, er war da unten. Umgucken. Okay, da könnte man vielleicht sogar rüberspringen. Aua. Wow. Boah, jetzt haben wir ein bisschen erschrocken.
Hilfe. Alter, wie viel Leben haben die? Okay, once again. Das war dumm. Die erinnern mich unglaublich an die Demon's Souls-Möpse aus der zweiten Welt. Bei dem Ding. Diese haben auch zugehauen wie ein LKW. Für Amateure. Nicht treffen lassen ist für Profis. Fangen wir mal mit dem Nicht-Treffen-Lassen an. Schon eher so. Der von rechts hatte mich überrascht und da habe ich den linken ignoriert. Weil lustigerweise, wenn der da rausplatzt, wird der andere auch aktiv, ohne dass ich den aktiv pulle. Also diesen gelingt, um so zu sagen. Und das habe ich gerade nicht auf dem Radar gehabt. So. Hier hätte ich mich sogar auch wieder Leben machen können. Das müsste die andere Seite sein, wo wir abgestürzt sind. Achso, ja, das leuchtet hier, weil ich mich hier wieder lebend machen kann. Ziel des Edikts. Oh, aber das müsste jetzt alles gewesen sein, glaube ich. Jetzt ist natürlich the question, kann ich da rüber hüppen? Ah ne, hier natürlich nicht. Ich meine hier vorne. Da. Das ist eine gute Frage. Ja, was heißt fair? Also bis jetzt, ich kann mir noch nicht beklagen, Tom. Also, ich meine, selbst Souls hatte auch seine unfairen Momente. Du hast zweimal versucht und zweimal gescheitert. Okay. Ich vertraue Vinitos Jumpings. Ich habe gesagt, das geht. Ah, ein Chat, zwei Meinungen. Okay, ich bin immerhin nicht tot. Okay, Fabio hat recht. Vulva-Schild. Nee, Vulvorino-Schild. Irgendein Schild. Ja, lol.
Und damit sind wir wieder da, wo wir gerade waren. Also das ist halt quasi einfach nur... die interessante Frage, was ist da unten? Ich habe das Gefühl, wir finden es jetzt gleich raus. Boah, ich hasse die Reaper, ey. Wenn die nicht halb so viel durch die Gegend flippern würden, wären die auch nicht so beschissen. Ach, da war ich, glaube ich, unten, ne? Ja, da war ich. Da bin ich gerade rübergegangen. Hier war doch so eine Enttotmachungsstation. Wo war die denn? Wieso ist hier noch ein Mob? Ach ja, weil ich hier noch nicht war. Hier oben, ne? Oder? Nee. Jetzt habe ich den Weg vergessen. Nee, ich musste über die... Wow, Leiter. Stimmt, warum hau ich nicht einfach auf die komischen Spucker-Mobs so drauf? Ich meine, ich glaube, ich müsste die mit meinem Schaden einfach so wegmachen. Wo war das denn jetzt mit der Leiter? Die war hier vorne irgendwo, ne? Oder? Wo habe ich denn jetzt gerade die Leiter runtergelassen? Hier. Nee. Doch, geht aber auch. Aua, improvisieren. Wie kam ich jetzt hier eigentlich hin? Ich habe keinen Schimmer. Warum bin ich hier? Was ist passiert? Warum bin ich eigentlich gestorben? Weil der Reaper mich in die Todeswelt gezogen hat, glaube ich, ne? So war das, glaube ich. War nicht so geplant, Chat. Entschuldigung. Genau, dann wollte ich hier runter. Hat mir bis vor kurzem nichts gesagt, Tom. Aber... tatsächlich, weil ich schon einige lustige Kommentare unter meinen Videos hatte, was die Leute anscheinend nicht unterscheiden können, was jetzt keine Kritik an, an Jack From Software ist, sondern eher lediglich an die Kritik der Zuschauer, die das irgendwann kommentieren. Ich habe mal auf seinen YouTube-Kanal geguckt, das, was er halt macht, sind kurze Ausschnitte oder Guides zu irgendwelchen Sachen. Das ist cool. Aber lustigerweise vergleichen dann die Leute mein Blind Let's Play mit seinen Guide-Videos. Come on, wie soll das funktionieren? Ich spiele ja gerade zum ersten Mal. Wenn ich dir ein Video editiere und das schneide und dir eine Taktik erkläre, ja, dann sieht das bei mir auch so aus. Siehe Dark Souls 1. Nicht bös gemeint. Aber, ja, er macht halt das, was ich halt zu Dark Souls 1 damals gemacht habe. Halt Guides zu spezifischen Bossen, Item-Guides und so weiter und so fort. Also von daher, ja, ist cool, dass er das macht. Mach ich halt nicht mehr. Ich mache halt quasi ein Blind First Let's Play.
okay. Dann geht's hier weiter. Can't open from this side. Ja, immer noch voll. Nicht, dass ich hier aus dem Leben geknisplort werde. Hä? Ach so. Ach so. Ach so. Jetzt weiß ich nicht, war ich da unten? Ist das das Ding, wo ich reingefallen bin? Hm. I don't know. War ich da jetzt schon, Chat, oder war ich da jetzt... Ah ne, hier war ich nicht, weil hier Gift ist. Okay. Nee, falsches Ding anvisiert. Ich wollte das da anvisieren. Was ist? Ich habe jetzt die Wand aufgemacht. Ach so. Ja, okay. Verstehe, also war ich hier noch nicht. Damn those overseer bastards! We told them this would happen! Oh, they'll pay for this! Come on! Swing those picks! Schon was, okay. Just hold on, lads! We'll get you out of there! Nein, nein, das habe ich auch nicht gesagt, Tom. Also es ging ja auch gar nicht gegen Jack From Software, aber das halt anscheinend Leute halt vergleichen. Quasi jemanden, der Guides macht von 3 bis 5 Minuten Video, nachdem er das Spiel halt oder den Boss halt geübt hat, mit jemandem, der es halt das erste Mal spielt und erstmal gucken muss, wie die Taktik halt funktioniert. Das ist halt eben halt ein Unterschied. Das war halt Kritik an den Leuten, die halt kommentieren und nicht an Jack From Software. Habe ich aber auch hoffentlich deutlich gesagt. Achso, hier kam ich her. Schild des Flüsterns. Okay. Fäulnis. Alter, keine Ahnung, ey, 1000 Mobs hier. Alles, was fliegt, ist scheiße. War meine Heilung jetzt durch? Nee, ne? Ja, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, was der aufwendige Teil halt ist, Yannick. Das kann ich dir halt sagen, wenn ich es am Ende einschätzen kann, aber das kann ich halt noch nicht. Ah,
Au, ja, da soll ich ausweichen. Wo zum Geier bin ich jetzt hier? Und wie gesagt, bis jetzt sage ich halt... war Dark Souls ja teilweise auch aufwendig, ne? Also je nach Dropglück. Also für manche ging es halt schneller. Für manche hat es halt ewig gedauert. Jetzt habe ich mir einmal um die eigene Achse gedreht und weiß schon wieder nicht, wo ich bin. Alter, was ist denn das hier unten? Das ist ja ein reinster Labyrinth. Hier könnte ich ein Bett bauen. Ah, ich weiß, wo ich bin. Also muss ich da sogar weiter. Weil das ist jetzt diese Doppeltür, wo ich gerade war, ne? Oder? Also zumindest war ich hier schon. Genau, also da und da. Und ich bin jetzt gerade hier runtergegangen, glaube ich. Ach, scheiße, ich bin auch Pepega. Ah. Wollte ich doch gar nicht. Hab nicht mehr so viel Zeit, Chat. Hallo, guten Tag, tschüss. La la la, la la. Achso, die verschwinden hier. Alter, wie viel halten die aus? Nee, also das ist ja... wie viel XP geben die? Das ist ja insane. Ah, ich hab nicht gerestet. Ich hab nicht gerestet. Das war vielleicht dumm. Hab ich schon mal gewundert, warum die Musik noch so ist. Lul. Aber umgekehrterweise muss ich tatsächlich sagen, dass ich es mal interessant finde. Ich kann halt noch nicht beurteilen, why. Also was der Grund ist, dass es halt länger dauert, dass halt nicht sofort Platin da ist, dass es halt kryptischer ist. Weil das ist doch eigentlich auch genau das, was Souls halt irgendwann mal ausgemacht hat, dass man halt nicht wusste, wie gewisse Dinge funktionieren. Und man vielleicht erstmal die Intelligenz von Schwarm brauchte, bis halt klar war, ah, Quest hier, da musst du dies, das machen und so weiter und so fort.
Also prinzipiell müssen wir hier unten durch den Sumpf. Der giftig ist. Was scheiße ist. Und jetzt geht Colin ins Bett. Also ich gehe jetzt erstmal geradeaus. Und halte mich immer links. Und hau vor die Wände. Ja klar, Bug kann eine Sache sein. Muss natürlich nicht sein. Kann. Also hier hätte ich jetzt auch einmal komplett umbral gehen können. Da hätte ich mir dann die Heilung halt gespart, weil ich, nicht vergiftet geworden wäre. Warte mal, ich versuche mal zu schießen. Okay, Giftdot ist weg. Und ich habe mir eine Heilung gespart. Okay, kann man theoretisch auch so machen. So, ich sag mal eben Nicole, gute Nacht.
So. Und Reh. Und Norg, sei gegrüßt. Ich lese mal im Fix mal den Chat nach. Ja, zum Bräu, zwei dicke Pügel hier. Achso, wegen den Eid-Items. Ja, okay, aber das hat ja dann nichts mit Bug zu tun. Stimmt, da war ja diese 69 Millionen Währung, die wir gesehen haben, ne? Für den dritten Shop-Inventar. Stimmt, das stimmt. Okay, jetzt weiter. Jetzt weiter. Die Problematik, also ich finde das mit den zwei Welten cool. Die Problematik, die ich mit den zwei Welten sehe, du übersiehst halt nicht nur in einer was, sondern in der anderen, die du eigentlich dann vielleicht in dem Moment gar nicht wahrnimmst. Also die Gefahr halt was zu übersehen ist halt noch größer, als wenn es nur eine Welt wäre. Weißt du, wie ich meine, Chat? Weil, stell dir einfach quasi hunderte nicht sichtbare Wände in Souls vor. Das ist quasi das Prinzip hier. Du musst halt überall gucken, ob da irgendwo ein Durchgang ist, ob da was versteckt ist. Alter, ich kann den nicht locken. Würde ihn gerne locken. Ich weiß, dass er geschützt ist, aber den kann ich einfach wegknallen. Und das macht's halt, sage ich mal, noch mal schwieriger, alles zu checken quasi. Ah, jetzt sind wir auf der Rückseite von dem Gang, den wir gerade gesehen haben. Anhänger des Bergmanns. Was haben wir denn gerade bekommen? Anhänger des Bergmanns. Gewährt maximal 5 sätzliche Katalysten-Slots. Was sind denn Katalysten-Slots? Keine Ahnung. Achso, das war das Minending. Zauber, okay. Boah, der ist auch noch gebufft, da kommen wir aber nicht mal hin. Also gebufft im Sinne von geschützt. Ruhe im Puff. Okay. Irgendwie schwebt die Leiche da für mich im Nichts. Keine Ahnung. Guck mal, wo das See ist. See aus Giftkacke. Hier könnte ich noch ein Leuchtfeuer bauen. Die Frage ist, ob ich das gleich brauche. Noch habe ich 4 Heilung. Also gleich vielleicht 3. Ich kam von da. Das da drüben sieht aus wie ein fixes Leuchtfeuer. Da. Das ist natürlich nur die Frage. Komme ich da hin? Also ich würde vermuten, nur in Umbral. Aber erstmal mache ich hier die Möpselpöpsel weg.
Da haben wir noch einen Shortcut. Das war die Tür, vor der wir auf der anderen Seite standen. Ja, das ist immer ein riesiger... Da ist wieder so ein Kopfding. Also ehrlich gesagt sehe ich... Da ist einer. Den müssen wir rausziehen. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, warum wir den rausziehen müssen. Als Brücke, dass wir später nicht mehr in einem Umbral rein müssen? Kann sein. Maybe. Aber ich kann den ja auch nicht locken, ne? Also ich meine, ich muss da jetzt in einem Umbral. Da hilft jetzt ja nichts. Na gut. Ja, genau. Das hatte ich das nicht schon irgendwann im Commentary gesagt? Das ist so. Mit dem Umbral und den Schmetterlingen, genau. Die Lampe unten ist am Flackern. Die seht ihr bei mir halt nicht so häufig, weil ich davor sitze mit der Kamera. Aber wie du auch schon sagst, darüber hinaus halt die Schmetterlinge. Ach, hier ist ein Reaper. Das tat jetzt doppelt weh, weil der erste Hit halt quasi mein Leben abgezogen hat. Wow. Okay, der Reaper ist das Problem. Oh, Kacker. Kacker. I don't like the Reaper. Dieses Rumgeporte. Aber ich glaube... nee, hier bin ich falsch. Bin ich richtig? Hier bin ich richtig. Ich glaube, ich muss jetzt aber einfach nur geradeaus durchlaufen. Oder? Ja. Also ist nicht weit. Also, ich liebe das Level-Design. Absolut für mich bis jetzt immer noch 10 von 10. Also auf Niveau von Dark Souls 1, was für mich bis jetzt das Paradebeispiel einer geilen, zusammenhängenden Welt war. Also Respekt hierfür. Und das als Erstlingswerk. Also tatsächlich umgekehrterweise kann man halt sagen, wir können wirklich gespannt sein, was die vielleicht als zweites oder drittes machen. Wenn das jetzt halt quasi deren ersten Werk ist, was du jetzt... Lebe ich noch? Ach, ich lebe noch. Also man stirbt hier drin noch nicht mal. Das ist ja lustig. Ich dachte, man stirbt hier drin. Anscheinend nicht. Lul. genau. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, wenn das deren Erstlingswerk ist, was du dann ja gleichsetzen kannst mit Demon's Souls, literally. Finde ich, ist das schon ein Brett. Also wie gesagt, wenn die jetzt die Erfahrung und den Tenor mitnehmen und dann irgendwann eine Fortsetzung oder ein ähnliches Spiel machen, kann ich mir vorstellen, dass From Software echt irgendwann Konkurrenz kriegt. Und das ist die ersten, wo ich mir das vorstellen kann. Also meines Wissens, Wookie, ist Hexworks extra für Lords of the Fallen gegründet worden von CI Games. Also dementsprechend, ich wüsste nicht, was die sonst gemacht haben. Jetzt ist die Frage, muss ich dafür wirklich in Umbral? Also ich bin jetzt lustigerweise nicht gestorben, was mich ehrlich gesagt gewundert hat. Die Frage ist, ob wir uns da drüben das Leuchtfeuer einmal holen können. Das würde die Sache erleichtern. Ich probier's mal einfach. Wenn ich jetzt hier sterbe, ich meine, so what, ist egal. Ah, ab hier komme ich da nicht mehr weiter. Okay. Ah, that's the reason why.
Von wo geht denn die Leiter? Alter, das... Genau, ich würde gerne das da locken. Da gucken wir uns gleich an, Chat. Erstmal kurz oben Leuchtfeuern. Wir wären ja bekloppt, das nicht zu tun. So. Nee, nee, CI Games ist der Publisher. Also, und die haben eigens dafür ein Studio gegründet, Hexworks. Weil vorher zwei, drei Studios an dem Ding entwickelt haben. Unter anderem ganz am Anfang auch Deck 13, glaube ich, sogar noch mit. Und dann war es in der Entwicklungshölle und dann haben sie ein eigenes Studio dafür gegründet. Und das ist ja jetzt rausgekommen. Und dafür halt, finde ich, größten Respekt bis hierhin. Auch wenn sie es vielleicht jetzt bis zum Ende nicht durchhalten, weil es dann irgendwann vom Level-Design, Gegner-Design irgendwann repetitiv oder kacke wird oder so. Aber trotzdem waren es jetzt, wie lange sind wir drin? Da seht ihr es. Hatte ich 25 Stunden bis jetzt Zeit, Dark Souls, die beste Dark Souls Experience. Also dementsprechend, das ist halt schon, finde ich, ein Lob und ein Kompliment wert. Und wie gesagt, vielleicht in der Zukunft Teil 2 oder einen ähnlichen Titel, dass sie das halt eben dann noch besser machen, vielleicht mit mehr Budget etc. etc. Und Gabel, sei gegrüßt, moin! So, dann haben wir hier erstmal einen NPC. Where the hell's it gone? Whoever took it, I swear. This vestige, it marks where Katrin fell. She was a lamp bearer like you, but far more than that, she was my love. I left a token here in her memory. A pendant I gave her a long time ago, and now it's gone! It's all I have left! Gleiche kannst du aber auch für PC sagen. Also auch da ist die Umsetzung nicht so perfekt. Aber fairerweise muss man dazu sagen, es gibt jetzt hier aber auch noch nicht so viele Spiele auf Unreal Engine 5, ne? Sprich, sowohl für die Konsole als auch für den PC ist die Engine ja noch relativ neu im, sage ich mal jetzt, Double- oder AAA-Segment. Dementsprechend auch da wird jetzt ja die erste Erfahrung halt gesammelt, ne, wie die Engine auf die Consumer-PCs da draußen oder Consumer-Konsolen dann reagiert. Aber dementsprechend auch das ist ja noch relativ neu. Gehen wir davon aus, das wird sich in ein, zwei Jahren deutlich verbessern, wenn die Leute halt die Engine halt besser kennen, wissen, wie sie besser optimieren können, dies, das. Aber wie gesagt, das sind ja die ersten Titel. Kannst du mittlerweile, wie viel gibt es mittlerweile? Kannst du an einer Hand abzählen, vielleicht an zwei Händen, wie viel Unreal Engine 5 Dinger es mittlerweile gibt? Also ist ja halt immer noch, ne, relativ neu. So, nochmal Quatschi. Katrin and I were both hallowed sentinels. It's hard to imagine now. She was astounding. We fell in love and we embraced what we had. Even though the order forbids it. They found out and made sure we paid for our sin with agony. In the end, they thought we were dead. But it was only Katrin's heart stopped. And not for long, thanks to the umbral lamp. But even as a lamp bearer, eventually there came a day when she fell. And didn't rise again. I'll find the bastard who took that pendant. You find them first, you tell me. Understand? There'll be blood for this desecration. I'll find the bastard who... Okay. You find them first, there'll be blood for this. Ja, aber wie würdest du denn im Vergleich dazu Dark Souls 1 beschreiben, Fabio? Okay, wo geht's denn hier weiter? Unten in Umbral? Neues Oder muss ich hier den Hebel verziehen?
können das Gift ablassen. Na, das ist ja wunderbar. Gefällt mir ja schon deutlich besser. Und der Tomahawk, nochmal einen raus. Und der Testo ist damit zurück. Im 48. was sogar ein Moped-Tag ist. Dankeschön, Tom, dass du den Testo zurückholst. Dankeschön. Aber da unten war, glaube ich, noch was, was wir in Ambral auch machen mussten, oder? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Knochenring. Ich glaube, wir sind hier safe. Gift ist nicht. Von daher können wir mal gucken, was ein Knochenring macht. Was macht ein Knochenring? Ausrüstungslast. Ja, könnte man jetzt 4 Ringe tragen, würde ich den ja tatsächlich sogar vielleicht anziehen. Aber da wir nur 2 Ringe haben, wüsste ich nicht, wie ich den jetzt im Moment ausstatten soll. Ja, nee. Kann ich, wie gesagt, jetzt von deiner Seite nicht so nachvollziehen? Au! Muss man ja auch nicht. Wow. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, prinzipiell fällt mir die Navigation, und das war ja immer die Frage, die ihr mir gestellt habt, wie ich mich damals in Dark Souls 1 zurechtfinden konnte. Ja, lustigerweise, hier in Lords kann ich das tatsächlich, klar, jetzt abgesehen mal von irgendwelchen super versteckten Seitenwegen, kann ich das hier in Lords aber auch, weil ich die Welt per se kohärent finde und sie verstehe. Das kann ich oftmals in anderen Spielen nicht, weil es halt einfach Videospiel-Level sind. Ich hoffe, das ergibt so einigermaßen Sinn für euch, die Aussage. Wenn es dann nämlich in Dark Souls eben einmal Klick macht, genau wie hier, dann ist die Welt halt logisch und verständnisvoll, also verständnismäßig aufgebaut. Also für mich zumindestens. Und ja. Ist hier unten noch irgendwas in Ambral, ich spreche am Umbral ziemlich komisch aus, ne? In Umbral, was man irgendwie mitnehmen kann? Ja, da. Dann haben wir das auch. Da muss ich gleich eh lang. Mal hier gucken. Auge machen. Da ist nichts. Okay, check. Also, das, was hier in Ambral ist, habe ich. Das da oben war für die Tür. Der Mechanismus, den haben wir. Easy. Eine Leiter? Habe ich nie gesehen. Das war dumm. Okay, aber hier war ich, glaube ich, nie. Aber das wäre die Leiter, die du gerade meintest, ne? Gutes Auge. Hätte ich nicht gesehen? Ja, ist aber. Naja, muss ich mal noch voll machen. Ach komm, ey, der Pipsel da.
Der Piepsel ist egal. Aber das Einzige, was ich jetzt nicht sehe, ist... Wo ist der weitere Weg? Wobei die Brücke da oben auch fast so aussieht, als ob man die runterschubsen könnte. Und Tom, komm gut ins Bett. Danke nochmal für den Support heute, mein Lieber. Schlaf gut. Also die Brücke sieht so aus, als ob man die theoretischerweise vielleicht irgendwann runterkicken könnte. Aber wo geht's weiter? Was offensichtlich? Sieht er nicht? Was ist denn offensichtlich? Nee, das ist jetzt für mich nicht offensichtlich. Dann hilf mich mal mit der Offensichtlichkeit. Weil ich sehe es nicht. Was? Wo? Hä? Was? Okay, ich bin jetzt eher noch verwirrter. Du hast die Türen doch hochgelassen und die ist nun der Weg drüben. Hä? Wieso denn drüben? Machen wir eben die Mobs da oben weg. Oder die Mobs machen mich weg. Okay, den krieg ich nicht weggeburstet mehr. Krass. Oh, schöne Frame Drops. Nee. Da kam ich doch her. Vielen Dank für die Unterstützung. Und Lord Frosty, schönen guten Abend. Und Dankeschön für den Raid. Hier. Ah. Ah. So.
Uff, sei gegrüßt, Quintal, schönen guten Abend, auch natürlich an Kevin und Noo, du natürlich auch, Hallöchen. Kurze Wegfindungsstörung. Das folgende Programm geht jetzt weiter. Wie weit seid ihr denn bei Lords of the Fallen? Ach, er schon wieder. Alter, ich sehe den Hund hier noch nicht mehr drin. Puff. Ja, praktisch, dass hier alles gleich da ist. Irgendwann sollte ich diese Mobs mal lernen. 4 Leuchtfeuer entzündet und ein sehr heißes Gebiet übersehen. Krass. Haben wir dein Gebiet, also, ja gut, vielleicht später übersehen. Also bis jetzt war noch nicht viel, was ich hätte, glaube ich, übersehen können. Aber er hat schon 4 Leuchtfeuer entzündet, aber ist jetzt dann erst im Wirtshaus der brennenden Stadt? Wie geht denn das? Kommt man vom Eisgebiet auch an die, Leuchtfeuer-Dudes-Bosse? Interessant. Ich dachte, das wäre halt nur ein anderes Gebiet, aber anscheinend kommt man ja zum selben Ziel. Ach so, okay. Ja, geil, jetzt fängt auch noch der Feuerköder an zu mötern. Kiste. Beinkleid und komplette Rüstung des obersten Beschützers. Aha. Nehme ich mal mit. Okay, vielleicht Shortcut, vielleicht nicht. Spannend, wo das jetzt hier hinführt. Tod und Verderben. Gut, dass er runtergekommen ist. Auch noch einer. Na, jetzt übertreiben sie aber hier mit Captain Knusperwurm. Ich habe sie nicht geheilt, weil da oben war direkt eine Enttötungsstation. Das heißt, ich kann jetzt in den 8 Sekunden Immunität killen. Na, hurra. Und kann mich dann oben wiederbeleben. Ah.
Also, dachte ich. Nachdem wir, weiß ich nicht, alle Eier erstmal entdeckt haben. So. Na gut, Heilung trotzdem irgendwie weg. Naja, wie gewonnen, so zerronnen. Und wie findet der Lord of the Horn? So euer Eindruck? Hm. Okay. Da ist noch eine Leiter. Mal um die Ecke linsen. Ja, da ist auch eine Leiter. Viele Leitern. Achso, das ist ein Shortcut. Was spare ich denn mit dem Shortcut? Spare ich damit überhaupt was? Wo bin ich denn nu? Weiß ich noch nicht. Ich war hier aber, glaube ich, schon. Also, würde ich jetzt zumindest denken, dass ich hier war. Weiß nur noch nicht, wie ich auf dieses Zwischenstück hier komme. Ja, hier war ich. Orientierung. Genau, da war das. Dann muss ich hier weiter. Also ich finde seit Dark Souls das beste Souls-like. Also From Software-Spiele mal mit reingenommen. Entschuldigung, Bloodborne. Bloodborne okay. Bloodborne Masterpiece, aber darüber hinaus halt. Komme ich auf die andere Seite? Verfluchtes Bildnis. Mit diesen Gängen verliere ich hier langsam die Orientierung. Ist schwierig zu sagen, da tatsächlich das Kampfsystem sogar etwas moderner ist als in Dark Souls, also Dark Souls 1. War ich jetzt hier schon? Nee, das doch. Hier war ich. Also bin ich jetzt quasi zurückgegangen. Lol. Dann ist die Frage, wo geht's weiter? Also hier anscheinend jetzt nicht.
Oder komplett durch. Ja, aber komplett durch müsste ich ja jetzt hier droppen. Oh. Da ist ein Hebel. Hebel ist schon mal nicht falsch, ne? Okay, hier liegt Loot. Hier war ich anscheinend auch noch nicht. Ah! Huch, heilige Maria. Dingsbumsring. Was macht denn der Dingsbumsring? Der Verbrauch von Granaten und Fläschchen wird reduziert und sie verursachen zusätzlichen Schaden. Aha, okay. Konnte ich nicht so mit connecten, Wookie. Hatte ich nicht ansatzweise das Gefühl, was ich jetzt hier habe. Ist natürlich immer persönlicher Geschmack und so, Präferenz. Ja, hier bin ich aber richtig. Aber wie gesagt, Lies of P war mir irgendwie zu klobig, umständlich. Jeder Boss quasi, also jeder Gegner irgendwie so ein halber Miniboss. Nee. Also von daher nicht so meins. Aber ich bin auch noch nicht durch. Wow. Plop. Ja, aber ich habe auch schon mehrfach gesagt, Adorondir, sei jetzt aber nochmal für die Neuen. Man vergisst so ein bisschen in der Nostalgie, dass Dark Souls ähnliche Problematiken in der Mitte und hinten raus hatte. Also From Software ist da auch keinesfalls perfekt. Also ich erinnere auch nur mal an Schneegebiet, Dark Souls 2 mit unsichtbaren Ponys. Fand keiner geil. Es gab überall immer mal wieder Gebiete, wo die Leute gekotzt haben. Schandstadt, Arno Londo Bogenschützen, dann kannst du auch nicht sagen, das war immer geil und offensichtlich und super smooth zu spielen. Nee, hatte From Software auch nie. Also die hatten auch ihre Gebiete und Lernphasen, wo sie halt dann Fehler gemacht haben und beim nächsten Mal versucht haben, besser zu machen. Und wie gesagt, das ist hier ein Erstlingswerk. Deswegen bin ich halt mega zuversichtlich, dass da in der Zukunft vielleicht halt noch ein zweiter Teil kommt oder ein ähnliches Spiel. Was halt eben dann vielleicht nicht nur die Hälfte überzeugt, sondern drei Viertel oder fünf Viertel. Ich glaube, ja, das Setting finde ich auch in Lies of P halt ziemlich geil. Aber in P habe ich das Gefühl, jetzt kann man natürlich sagen, das soll so sein, weil man ja eine Puppe ist. Habe ich aber dasselbe Gefühl wie in Steel Rising, dass man so einen Automaten spielt. So einen klobigen Roboter, der super bewegungsstarr ist. Jetzt kann man sagen, work is intended. So möchte ich aber nicht, dass mein Char sich fühlt. Hier habe ich das Gefühl, er spielt sich wie ich es von From Software halt kenne. Ja, same Couchkartoffeln, same. Und Benny, dankeschön für 58, na? Wie geht's dir? Bist du auch am Lords of the Fallen? Dankeschön, mein Lieber. Dann lass die Sayo-Cookies, moin. Naja, definiere er schlecht. Also ein Mid-70er-Rating, also ich glaube, guck mal gerne nochmal bei OpCritic, wo es gerade steht. Ich glaube, zum Ende, wo ich geguckt habe, war es 75. Ist jetzt ja keine Totalkatastrophe. Ich sage dazu, natürlich ist so eine Metrik mittlerweile bei den Studios wichtig.
Ich sehe es aber genau umgekehrt. Also kurz rekapituliert, Lies of P hat ungefähr ein 85er Rating und das hier hat ein 75er Rating. Von meinem Gefühl, wenn ich jetzt der Reviewer wäre, würde ich Stand jetzt schreiben, Lies of P ist für mich so eine 70-75, ist technisch zwar besser, grafisch vielleicht hübscher, spielerisch aber für mich schlechter. Und wenn ich jetzt das Spiel hier nehmen würde, vom Spielspaß, den ich habe, als alter Dark Souls-Veteran, wäre das Spiel tatsächlich in Richtung 90. Aufgrund der technischen Probleme, die es hat, würde ich vielleicht ein bisschen was abwerten, weil Lex in Umbralwelt, Lock-on-Fehler, Kamerafehler, ne? Also, you know the Dark Souls-Drill. Ich meine, From Software hat dieselben Probleme, machen wir uns nichts vor. Würde ich aber noch ein bisschen was abziehen und würde dann sagen, komm, sagen wir fairerweise 85. Also, ich würde die Ratings von beiden Spielen lustigerweise genau umdrehen. So, vom Eindruck, den ich halt beim Spielen habe, vom Spaßfaktor. Und der Rest wird dann im Endeffekt die Verkaufszahl am Ende entscheiden und nicht das Rating per se, gehe ich einfach mal von aus. Also hoffe ich. Was gab's denn Schönes für den kleinen Benny? Falls ich fragen darf. Und es wäre besser als das B-Team, was From Software gemacht hat. Das B-Team von From Software hat Dark Souls 2 gemacht. Also das hier ist meiner Meinung nach 100-mal besser als Dark Souls 2. Also da haben die näher hingeguckt, was in Dark Souls funktioniert, als es From Software mit Dark Souls 2 gemacht hat. Da haben sie anscheinend alles vergessen. Nice, nice. Benny gönnt. Ja, aber genau, aus dem Grund schafft man sich ja Kinder an. I feel you. Nee, Dark Souls 2 war so der verhasste From-Software-Titel. Also, verhasst ist jetzt vielleicht fies, aber immer noch besser als vieles von der Konkurrenz, aber halt eigentlich From Software nicht würdig. Die DLCs haben es ein bisschen besser gemacht dann. Aber wie gesagt, Base Game, Ufi, ey. Wie komme ich denn da oben hin? Also wie komme ich zu diesem Loot? Ah, okay, so, dann sagt er doch. Er arbeitet an der Profikarriere. Schlüssel des sonnenlosen Strangs. Da haben wir das Ding noch endlich, Chat. Jetzt müssen wir nur noch rekapitulieren, wo die Türen dafür waren. Lul. Also eine war hier beim ersten Leuchtfeuer im Gebiet. Wo die zweite Tür war, weiß ich nicht. Ja, machen wir gleich, Fabio. Machen wir gleich. Aber bleib bitte da. Ich brauche Intel. Und ich weiß nicht, ob es alleine daran liegt. Also tatsächlich, vielleicht überlege ich mir mal ein Video, was ich mal aufbereite, wo der Unterschied für mich ist zwischen Lies of P, dass ich zumindest für mich euch begründen kann, warum ich denke, dass dieses Spiel schneller ist. Ich weiß nicht, ob es einfach an der Rolle liegt, dass sie gefühlt halt schneller und weiter ist, also mehr Distanzüberbrückung, als das halt in Lies of P ist. Keine Ahnung. Und auch irgendwie das ganze Angreifen in der Conversion mit der Rolle. Ich habe halt da noch Stamina dafür und bin nicht permanent Stamina-locked oder so. Keine Ahnung, es fühlt sich halt einfach besser an. Aber wie gesagt, das müsste ich halt alles mal gegeneinander gegenüberstellen, warum ich denke, dass sich das halt schneller anfühlt. Und warum ich halt so dieses Bewegungsding in Lies of P habe, was mir halt nicht so unglaublich gefällt.
runtergerummelt. Ja, ich drück die Daumen. Wenn sie dich kennt und mag, dann sollte das Geschenk ja wohl klar gehen, Benny. Ich nicht. Also, ich habe gefühlt vielleicht ein, zweimal Stamina-Probleme hier gehabt. I don't know. Ich finde das halt lustig. Oder wir müssten uns mal echt alle drei zusammensetzen. Mit Bildschirmübertragung oder so. Um mal herauszufinden, analytischer, objektiver, subjektiv ist ja das eine, warum das so ist. Das würde mich echt mal interessieren. Weil subjektiv haben wir ja komplett andere Eindrücke von den beiden Spielen. Ist halt lustig. Ich drück die Daumen, Benny, ich drück die Daumen. Wo muss ich lang? Hier lang. Nee, geh schon wieder im Kreis. Geh schon wieder im Kreis? Ja, ich geh schon wieder im Kreis. Ach du heiliger Wimmern. Ach du heiliger Bimbam. Jetzt kriege ich noch Latria Außenwelt-Vibes. Also es geht nach unten. Da sind auch Gegner. Und es geht nach oben. Ja, lustigerweise, die Leute, die Lies of P gut fanden, fanden auch Steel Rising nicht schlecht, Lord Frosty. Also sowohl jetzt hier Fabio als auch Vinitus, also Conviter als auch Vinitus. Steel Rising war für mich wie Lies of P halt maximal okayisch. Kommt aber auch für mich nicht an Lords of the Fallen ran. Die beiden fanden halt Steel Rising auch gut. Ich weiß es nicht. Das macht es ja halt so... ja, oder zumindest Vinitus dann. Das macht es halt ja so abstrus. Also tatsächlich finde ich das halt subjektiv, auf subjektiver Ebene super interessant, warum es so ist. Ich würde es halt gern vielleicht mal objektiv auseinandernehmen, warum es so ist. Ach du Scheiße. Boss haben wir Dark Souls, liebe Freunde. Ich habe ein... Ding. Bleibst du da stehen? Coole Mucke. Mal so ein bisschen anders. Oh, das war schnell. Jetzt habe ich nur 8 Sekunden Immunität. Sollte reichen. Abflusskontrollschlüssel, Messer des Häuters, Armstulpen des Haarreiniger Balsam. Okay. Bin jetzt noch nicht sicher, ob ich den Key dafür jetzt benutzen musste. First try? Ich überlege, ob ich mir jetzt hier so ein Bettchen mal baue. Kommt das nächste Leuchtfeuer, ist das noch weit? Also das nächste Fixe? Oder Fahrstuhl und dann Leuchtfeuer, oder was? Fahrstuhl.
Durchdringender Schleier. Ja gut, dann nehme ich mal auf Anraten meines Chats den Fahrstuhl. Ja, war für so einen Zwischenboss okay. Die Bosse könnten sie gerne ein bisschen schwerer machen. Teilweise sind die Trashmobs schwerer. Ja, und tot, genau. Danke, Chat. Alter, hier wird's einfach dunkel. Also richtig dunkel. Ich sehe halt gar nichts. Auch eine Form von versteckter Ladebalken, würde ich mal meinen. Ja, lol. Danke, Chat. Chat ist mittlerweile lieb. Rein in die Stärke. Also, was haben wir hier? Da haben wir eine Tür. Da gucken wir gleich rein. Erstmal mache ich mich mal menschlich hier. Müssen wir nur wieder runterfahren. Während der Fahrstuhl runterfährt, sprinte ich nochmal. Achso, du stehst hier, aber gut, dann quatsche ich erstmal mit dir. If you're keeping an eye out for the pendant, then don't trouble yourself. I've got it back. Found the little monster myself. Skulking in the dark with a horde of stolen trinkets. Dashed its brains out before it even knew I was there. It'll not be doing any more pilfering. To think, I almost lost my love's pendant. I never should have let it out of my sight in the first place. I'll not make that mistake again. And the blood'll wash off easy enough. I've been thinking. Maybe this was a sign from Katrin. A warning to never falter in the task I've set myself. Or to think beyond the only thing that matters. Honoring her memory. And tending to the vestiges. You be on your way, Lamp-bearer. Don't worry about me. Until the day I can finally be with my love again, this is where I belong. You be on your way, Lamp, till the day this. Okay, dann fahre ich nochmal nach unten. In der Zeit spende ich mal auf Klo. BRB. So. Ja, Gegnervielfalt. Ja, I know. I know. Aber wie gesagt, ich rezitiere es halt gerne. Guckt gerne nach From Software. Dark Souls 2 als Beispiel. 3 DLCs. In allen dreien waren es dieselben Gegner. Nur reskinned. Also es machen nicht alle besser, ne? Selbst die, die immer gerne als Referenz genommen werden. Natürlich würde ich mir auch gerne eine größere Gegnervielfalt wünschen. Aber es scheint wohl so ein Kostenpunkt-Ding zu sein. Kam von da und will nach hier. Hilfe.
Ja, ja, das habe ich ja jetzt auch schon mehrfach halt gesagt. Ach du heilige Scheiße. Alter, das ist ja ultra cool. Alter, wie geil ist denn das jetzt bitte? Alter, hier ein halbes Labyrinth hier unten drunter. Okay, korrigiere. Ganzes Labyrinth. Nicht nur halbes Labyrinth. Okay, ich wollte eigentlich... Was hat jetzt eigentlich den ganzen Schaden gemacht? Okay, das habe ich jetzt nicht gecheckt, was mich genau getötet hat. Ich wollte eigentlich gerade diesen roten Bubble da explodieren lassen. Der Nelson. Götterskalpe. Baumwächter. Wie oft? 10? 15 Mal? In einem Critical Acclaimed Game of the Year 22? Was? Ja, aber nicht viele mehr Boss-Typen. Keine Ahnung, die Bosse, die ja unique sind, kannst du an einer Hand abzählen in Elden Ring. Was halt sehr schade ist. Also vor allen Dingen Bosse, die nicht zu Trash-Mobs verwurstet werden. Unzählige Male. Was ich halt noch schlimmer finde. Also ich für meinen persönlichen Geschmack, was ich schlimmer finde, als einfach den gleichen Gegner-Typ. Nein, nein, das sage ich ja nicht, Yannick. Ich sage halt nur, dass es halt oftmals bei solchen Spielen dann halt die Kritikpunkte nicht gesehen werden. Ich habe diese Kritikpunkte damals aber auch eben bei diesen Spielen halt geäußert, wo alle gesagt haben, ja nee, ist ja ein Top-Game. Ja nee, die Kritik ist halt immer noch dieselbe, also von mir. Also war sie ja damals schon. Nur... Das wird dann halt oftmals vergessen und dann wird hier quasi von so einem kleinen Studio, weiß ich nicht, ob das noch als Indie zählt oder als Double A, vielleicht mittlerweile Triple A, wird das halt kritisiert. Ja, ne, ich meine, irgendwo ist Geld halt ein limitierender Faktor. Geld und Zeit wahrscheinlich. Und tatsächlich, fairerweise, muss ich das jetzt nochmal wieder aus von meinem persönlichen Empfinden, sage ich halt, ich habe jetzt auf der einen Seite ein Lies of P, was vielleicht eine größere Gegnervielfalt hat. Maybe, maybe auch nicht.
schöner aussieht. Gegen ein Lords of the Fallen, was weniger Gegnervielfalt hat und nicht so technisch gut läuft und vielleicht auch nicht so gut aussieht. Wobei, klar, wenn er jetzt einen perfekten PC hat, wird es wahrscheinlich auch super auf dem PC laufen, maybe. Was ich aber sagen will, das ist ja für mich gar nicht so wichtig, wenn sich das Spiel vernünftig spielt und sich gut anfühlt. Und dann nehme ich lieber halt Lords of the Fallen, was sich für mich halt gut anfühlt, statt genau das Gegenteil. Wo einfach viel mehr Gegner sind, aber alles irgendwie rumpelig ist. Also für mich halt, also if you know what I mean. Also dementsprechend, ja. Warum bin ich jetzt eigentlich gerade gestorben? Ach so, weil ich dann im Gang war. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich wollte hier in den Gang. Und dann brach das Chaos los. Ja, sorry, jetzt in Oral kann ich nicht so viel auf den Chat achten. Alter, was chargt mich denn da? Also ich sehe es halt null. Das Vieh. Ein Dingsbumsbildnis. Naja, und der Giftbogenschütze. Lese gleich nochmal nach, wenn ich hier aus Umbral wieder raus bin. Kann aber jetzt einen Moment dauern. Crazy Nuckman, sei gegrüßt, moin. Entrix, sei auch gegrüßt, moin. Nee. Wolong habe ich abgebrochen, weil es das Nio-Problem hat, Fabio. Also, dass du halt quasi irgendwann anfangen musst, Diablo zu spielen in einem Souls-Game, um auf Level zu bleiben und ansonsten hoffnungslos unter Level gehst. Der Weg zu den Bossen extrem anstrengend ist und die Bosse tatsächlich wiederum sehr einfach. Das war das, was mich an Nio-ähnlichen Spielen gestört hat. Nicht das Kämpfen. Das Kämpfen und so ist alles mit eines der besten Souls-Combat-Systeme. Nio und Wolong, also Wolong eher Sekiro-ähnlich, die ich nennen kann. Aber du musst halt quasi gerne farmen, also Diablo-ähnliche Spiele mögen. Nur halt mit Dark Souls-Gameplay oder Sekiro-Gameplay. Das ist halt... War mir dann halt zu viel. Zumal ich... das halt jetzt schon mehrfach halt mit Souls, Entschuldigung, Nio gemacht habe. Den habe ich noch nie mal gesehen, dass hier ein Ritterknecht kommt, der auch noch gebufft ist. Ja, geil. Okay. Und Handy Toe sei auch gegrüßt. Moin! Jetzt muss ich nochmal wieder den scheiß Fahrstuhl rufen. Das ist das Einzige, was nervig ist, dass die Fahrt darunter so lange dauert. Lul. Und Maxwell, sei gegrüßt. Moin. Hab ich lange Zeit. Also knapp 10 Jahre. Jetzt mittlerweile seit diesem Jahr nicht mehr. Jetzt bin ich PR-Mensch und arbeite in einer Agentur. Mehr Sicherheit im Leben gewollt? Es hat sich halt vieles geändert auf Twitch. Also Twitch zahlt halt weniger, die Leute sind weniger bereit, halt tatsächlich halt für Content zu bezahlen. Weil halt auch vielleicht selbst weniger Geld in der Tasche ist, weil alles teurer wird. Und dementsprechend ständig irgendwie auf Battle-Tour, ach bitte, lass doch mal hier einen Sub da. Bin ich nicht der Typ für, habe ich von Anfang an gesagt. Und wie gesagt, wenn die Leute nicht können, / nicht wollen, ist das so. Dann mach ich halt was anderes und streame halt ein bisschen weniger. Thank you.
ist ja da unten ein enger Gang, ey. Wie viele Seelen hatte ich eigentlich? 2000 nur, ne? Also relativ wenig. Ja, okay. Und die spannende der nächsten Fragen ist... man da jetzt rüber plattformen kann, aber ich würde fast sagen, theoretisch muss das ja gehen. Aber wie, von wo? Von hier? Nee. Also von hier nicht. Von hier? Also hier muss ich springen? Alter, ist ziemlich geil. Alter, die Plattform ist auch ziemlich klein. Okay, man rollt anscheinend nicht rüber. Ey, wenn das nicht hat immer Item Deluxe ist, dann weiß ich jetzt noch nicht mehr. Schlangenwaffe. Okay. Ist das da unten ein Reaper? Nee, es ist ein Boss. Boss sei mit Axels, liebe Freunde. Überbringer der Stille. Ja, jetzt haben wir ihn auch noch als Mini-Boss. Überbringer der Nichtigkeit. Ach, vier Könige. Krieg vier Könige in Flashbacks. Ach, ihr mit eurem Rumpelgeporte, ey. Hört doch mal auf damit. Sag mal, treffe ich den nicht? Oder hat er kein Trefferfeedback? Haben sie es vergessen? Au, ich wollte eigentlich nochmal rollen. Ja, es sind wirklich die vier Könige. Die vier Könige im Nazgul-Gewand. Lull. Scheiße, ich wollte hier ausweichen. Kommt da jetzt noch einer oder waren es nur drei Könige? Ach, ich mag sie nicht. Nein, ich wollte gerade sagen, ich muss eigentlich nur noch den Feuer dort runter ticken lassen. Da hätte ich gewonnen. Ah, dieser Greed. Dieser Greed. Eieiei.
Ja, macht Spaß, Hendito. Macht Spaß. Allah sei grüßt, moin. Oh Mann, ey. Mist. War close. Tatsächlich, was ich mir vielleicht mal für den Fall mal reinmachen sollte, ich habe davon halt mittlerweile so super viele. Ich habe halt noch keine Consumables benutzt, also weder Lebenssteine, die ich mir ja noch hier reinmachen kann, wobei ich halt noch nicht mal weiß, also ich gehe mal davon aus, klein, mittel, große Lebenssteine. Falls ich keine Estus mehr habe, könnte ich mir die mal dahin tun, um mich nochmal ein bisschen zu heilen. Und tatsächlich habe ich super viel Buffmaterial, was ich auch noch nicht benutzt habe. Also dementsprechend könnte ich mir das auch noch auf die Waffen knispeln. Keine Ahnung. Machen wir einfach nochmal hier ein bisschen Heiligschaden drauf. Fertig. Abfahrt. Ja, ich habe jetzt... Jetzt habe ich dann auch vier. Nee, drei. Also Blutung... Feuer. Wobei, was macht der Anhänger jetzt? Macht er jetzt eigentlich mit Feuer, macht er auch Strahlen? Nee, Quatsch. Schwächungsschaden. Keine Ahnung. We'll see. Ich spare für die Not, Entrix. Bis jetzt war halt keine Not. Ist ja auch alles noch so umgefallen. Ich bin auch dumm, ich hätte gar nicht hier hingemusst. Na doch, hier hätte ich hingemusst. Okay, die Rolle reicht. Schaden ist gut, würde ich sagen. Nur wenn man die nicht tötet, kommt noch so ein Otto. Und dann sagt er wieder, ist zu leicht. Schwert des Überbringers der Stille, Kapuze der Stille, belebender Kraftschädel, die Mexus und Umbralreste. Easy clap. Ja, jetzt werde ich wieder geflamed, ist zu leicht, ne? Ja, es tut mir leid. Deswegen benutze ich sowas in der Regel nicht, Chat. Das ist einfach weggerollt. Thank you.
Markus Axt. Ich glaube, da kann ich erstmal die Tür öffnen. Ach du Scheiße, und da komme ich jetzt. Komme ich denn da hin? Ich verstehe nicht, wie ich da hinkommen soll. Also ich verstehe, dass man hier drüber gehen kann. Aber ich verstehe jetzt halt noch nicht, wie man da oben hinkommen soll. Platin, sei grüßt. Moin. Habt ihr eine Idee, Chat? Also ich, von oben droppen sehe ich nicht. Also von daher verstehe ich nicht, wie ich da hinkommen soll. Ach du Scheiße, ey. Hilfe, Chat. Achso, hier geht's gar nicht weiter. Wie komme ich denn hier wieder weg? Wie komme ich denn wieder weg? Ah, hier. Oh, schönes Leck. Ketten zu hauen. Also ich kann die nicht locken. Ich wüsste nicht, dass das geht, Bloody. Ja, so langsam muss ich einmal zurück zum Leuchtfeuer. Weil wegen... Sonst kommen die Reapers. Warst du schon mal richtig? Bist dann gestorben? Oh Gott, spawnen die im Käfig? Ja, das, die Aussage hilft nicht, Vinitus, weil ich war ja schon an vielen Orten. Also es kann halt nur sein, dass irgendwo, dass ich auf dem Weg zum Boss, wenn ich da runtergehe, in der Nähe bin und dann da drauf droppen muss oder so. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Alter, ich sehe nichts. Ich dampfe. So, als nächstes mal ein bisschen mehr wieder Vitalität, würde ich sagen, wa? Bong.
Boah, der Fahrstuhl ist ein bisschen nervig. Achso, wir können mal gucken, was wir an Waffen bekommen haben. Wir hatten mehrere Waffen bekommen. Das war einmal Schwert des Überbringens der Stille, linke Hand. 13er Aggie-Schwert. Mit Frost-Damage. Was war das andere? Boah, ich hab's vergessen, ey. Markus Axt. Die war, glaube ich, auch neu. Ah, okay. Ja, genau, da habe ich ja nicht weitergemacht. Okay. Also ist das jetzt the nächste way to go. Nee, den konnte ich noch auslassen. Wo kam ich jetzt da nochmal rein? War das hier? Ne, von hier kam ich, ne? Musste in den Umbral, ne? Und dann war es hier runter. Oder? Glaube ja. Ja, genau. Genau, hier müssen wir jetzt nochmal gucken. Irgendwo kam dann der Otto Klaus Uwe von Ritterlichkeit, den ich nicht gesehen habe. Der mir ein bisschen das Leben gelebt hat. Genau, hier war das. Ey, ich weiß noch nicht mal, was auf mich schießt und von wo, for fucking sake. Ey, ich habe keine Ahnung, was passiert, Chat. Also, was, wo, wer, warum? Ach, der ist da hinten stealthy. Dieser blaue Moped-Mann da hinten ist das. Wo steht der denn? Neuer Gegnertyp, Chat. Dieser Fahrstuhl, ey. Wobei kriege ich die Tür eigentlich hier mittlerweile auf? Nur mal so nebenbei? Naja, kriege ich. Das ist ja ein Ding. Okay, später. Fahrstuhl. Hebel. You be on your way, lad. Tell the date this. Ja, wie war der Command? Ausrufezeichen Spoiler. War der Command. Glaube ich. Bin ich jetzt pessimistisch und schicke den Fahrstuhl direkt nach oben oder bin ich optimistisch und ich mach's nicht? Das ist eine spannende Frage. Ich weiß es nicht. Alter, das ist ja wirklich der Fahrstuhl der Unendlichkeit. Ja, nee. Samen werden gesamt, aber nur dann, wenn es wichtig und richtig ist. Falsches Samen ist nicht gut. Stehen mir ja die Haare zu Berge.
Wow, das geht noch nicht mal, weil die Dinger so schnell zugehen. Krass. Jetzt fahren wir noch eine Runde, Chat. Ich hoffe, ihr stellt euch schöne Fahrstuhlmusik vor. Stellt euch einfach schöne Fahrstuhlmusik vor. Kann mal gucken, was wir so bekommen haben. Keine Ahnung. Ach, das haben wir auch bekommen. Hacker der Treue. Ich glaube, wir sind da, Chats. Ah ja, und Schilde waren auch dabei. Schild des Blisterns. Leichen zu bestehlen scheint. Aha. Also das wären jetzt irgendwie so 73% Blockschild. Neues bekommen. Was es hier alles gibt. Alter, haufenweise Quest-Items. Ich habe keine Ahnung, wofür die alle sind. Oh, mein erstes viereckiges Ding. Gewährt Mana beim Töten. Das könnte ich in meine Waffe einbauen. So einen Slot brauche ich. Das ist das erste Item, was ich auf den Slot habe. Ja, ist toll, dass ich damit Mana wieder bekomme, was ich halt nicht brauche. Oder es zählt Munition zu Mana, Chat. Wisst ihr das? Weil ich ja in dem Sinne keine Mana-Leiste habe. So, weil es so schön war, once again. Okay, also das geht nicht. Okay. Hätte ja sein können. So, jetzt als erstes würde ich mal sagen, wir machen den Eumel, der mich hier die ganze Zeit wegsniped. Aber wo ist der Eumel? Ah, da hinten. Und der ist halt so ein Step. Lockfail. Zu viele Mobs. Alter, was ist denn hier los? Eindeutig zu viele Mobs, ey. So, hier war ich allerdings, glaube ich, fertig, weil ich ja gelootet hatte. Da hinten sind jetzt nur Batman und die komischen Krabbel-Ottos. Die ignoriere ich jetzt mal. Ich gehe jetzt einfach mal erstmal hier lang. Genau diese da. Gehen wir mal hier auf den Pinsel. Da ist der Ritter drin. Jetzt mache ich jetzt erstmal die Tür auf. Bevor ich jetzt mit dem Ritter tanze, machen wir erstmal hier The Water Drop. Himmlische Viole. Und dann... machen wir uns nämlich mal ganz kurz menschlich.
Dann haben wir nämlich nochmal 8 Sekunden Immunität, wenn jetzt hier Captain Klaus-Uwe Otto-Ritter angerumpelt kommt. Haben denn Mana-Klassen noch eine Extra-Leiste, Vinitus? Die Zauber benutzen? Also statt Munition? Weil ich habe bis jetzt ja noch keine Mana-Klasse gespielt. Das ist fies, dass der auch noch so gebufft ist. Ja, mach doch den engen Raum noch enger mit deinem Kack-Bumsgerät. Was ist denn mit ihm? Ruhe hier im Puff. Aha, es leuchtet rot. Was ist das? Na toll, kann ich mich direkt gleich wieder tun. Kann ich mich gleich direkt schon wieder tot machen. Säge des Adir-Anhängers. Oh, ich sehe eine Bloodborne-Waffe, Chat. Das sieht sehr Bloodborne-esk aus. Muni-Leiste weg, dafür Mana-Balken. Ach krass, okay. Interessant. Kosten dann die Wurfwaffen, wenn man als Mana-Klasse Wurfwaffen benutzt, Mana? Oder ist dann die Leiste da drüber gelegt? Oder drunter gelegt? Was kann die Waffe denn? Warum die hier so prominent liegt? Also, was heißt prominent, aber you know what I mean. Wo ist denn das Moped? Oder war das gar keine Waffe? Sah für mich aus wie eine Waffe. Keine Waffe? Ich bin schon wieder blind, Chat, ne? Bei Quest war's. Ach da, ja. Okay. Wenn ich mal wüsste, wofür diese ganzen Items sind. Davon gibt's halt verdammt viele. Ich glaube, ich muss nochmal fix Pipi machen. Bin ja relativ safe, glaube ich. Muss ja gleich noch tot werden. BRB. Welchen Geblinke? Das hier? Das sehe ich ja noch nicht mal. Ich guck da ja nicht hin. My friends, I
know the journey here was arduous, and that since arriving in Mornstead, we have suffered much. But take heart, for are we now not within reach of Adir himself? Do we not walk among the Rolgar, our most holy brothers and sisters, born of Adir's very own divine marrow? Those heretical servants of the betrayer, Judge Cleric, may have driven us into the shadows, but are we not used to being condemned and hunted simply for our beliefs? Rest assured. Finally, the time of Adir's righteous return is nigh, and we who have remained faithful will be here to witness him usher in his glorious second reign. War ich hier? Ja, hier war ich, bin ich hochgegangen. Okay, dann haben wir das hier unten fertig. Es sei denn, ihr habt noch Einwände, was ich hier unten nicht gemacht habe. Eventuell die Tür hier noch. Runter? Penis. Starre Wurzel, noch ein Ring. Ja gut, ich mache mich mal eben nochmal menschlich, ne, wenn ich ja hier schon mal bin. Wo bin ich denn hier jetzt? Ach so. Verstehe. Wie viel macht denn so ein Ding? Mal testen. Haben wir noch nie benutzt. Gemütlich, ne? Ist ja ein gemütliches Ding. Ja, da war ich, da oben. Nee. War ich hier schon, Chat? Also ich denke, ich müsste hier gewesen sein. Müsste mich weiter umgucken, aber da jetzt halt dummerweise Mobs sind, ist es relativ schwierig. Alter, das ist halt wirklich verwinkelt as fuck. Aber ich würde sagen, das muss eine Tür gewesen sein, vor der wir schon mal standen. Da oben ist eine Leiter, da liegt auch nirgendwo Loot.
Also ich, ja, da oben, wo mein, da war, lag Loot drauf, da, wo meine Glocke hinzeigt. Da sind wir gerade in der Umbralwelt rübergegangen, also mit der Leiter da hoch und über, da rein, Umbralweltmäßig. Also das ist quasi ein Rückweg da, wo wir schon mal waren. Okay, also haben wir das mehr oder minder auch? Ne, warte. Ah ja, das war der Weg, verstehe, genau. Jetzt müssen wir hier den Weg nochmal nach unten gehen, weil da ging es ja jetzt auch nach unten weiter. Hier war ich nur offensichtlich nicht. Was war jetzt das beste Souls-like auf der PS5? Oh, da müsste ich jetzt erstmal überlegen, was auf der PS5 war. Ja, wobei, so viel war ja auf der PS5 tatsächlich noch nicht, ne? Also, Demon's Souls Remake hatten wir, Elden Ring, Steel Rising, Lies of P und das. Oder habe ich noch eins vergessen? Tatsächlich vom Gefühl des Neu und so muss ich fairerweise sagen, das hier. Wolong, stimmt, Wolong haben wir auch noch vergessen. Nioh 2? Vielen Dank für die Unterstützung. Siren! Schönen guten Abend. Ich nutze mal die Zeit und schmeiß mir mal noch so ein Kügelchen rein. Ich weiß nicht, ob das ein NPC oder ein... Weiß ich nicht, NPC ist. Na, schönen guten Abend. Wie geht's dir? Was habt ihr Schönes gespielt? World of Warships. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Runden und habt ein bisschen was vor die Flinte bekommen. Guten Abend. Und Dankeschön natürlich für den Raid. Ja, es hat aber einen PS5-Port bekommen. Also, aber den zähle ich jetzt mal nicht. Fairerweise kann man sagen, hat es eine PS5-Fassung bekommen wie Nioh 1, aber ja, also tatsächlich vom Spielgefühl würde ich sagen, das hier, bis jetzt, Stand jetzt, weil, und das kann man sehr schwer begründen, und der Opa sei auch gegrüßt natürlich, Hallöchen, weil Elden Ring war zu sehr Dark Souls und die Dark Souls Mechanics kenne ich, da war nur die Open World zu erkunden. Hier hast du halt die Welt, die du nicht kennst und die Mechanics, die du nicht kennst und musst dir erstmal alles so ein bisschen zusammensuchen. Also quasi dieses, ich nenne es mal, Sense of Wonder. Also dieses erstmal rausfinden, wie alles funktioniert, ist hier mehr als bei Elden Ring. Demon's Souls kannte ich, war ein Remake, zähle ich jetzt mal nicht dazu. Ja, Wolong war jetzt nicht so meins. Was hatten wir sonst noch? Lies of P, Steel Rising, Semi, ja. Am Ende war es gut und am Anfang... Danke fürs Vorbeischauen. Komm gut ins Bett, Siren. Schlaf gut. Ja, die waren halt leider tatsächlich sehr knauserig, was das angeht. Okay. Achso, ich dachte, das wäre ein Dude, der mit Paddel hier sitzt. Das war gar kein Dude, das ist ein Sack mit einem Paddel. LOL. Ich dachte, das sei ein Dude. LOL. Die Frage, die ich mir jetzt hier stelle, aber das Problem tatsächlich dabei ist, Xyren, nur um mal einen Scale zu nennen. Die gesamte PR hat CI Games selber gemacht und besteht aus 3 Personen. Wobei eine Person davon das komplette Influencer-Programm managt und auf Twitter gesagt hat, jeder, der irgendwas haben will, soll mich bitte anschreiben. Für die gesamte Welt. Du kannst dir, glaube ich, vorstellen, wie sein E-Mail-Postfach aussieht. Also ich glaube, wenn die in Zukunft nochmal weiter solche Games machen, die so eine Resonanz haben, brauchen die wahrscheinlich... entweder Hilfe oder ein größeres PR-Team. Also Hilfe im Sinne von Co-Publisher oder PR-Agenturen, die das je nach Region gerne auch dann im Dachraum halt übernehmen und das halt abgeben, weil die sind einfach nicht hinterhergekommen. Tatsächlich. Leider. Der arme Dude tut mir auch ein bisschen leid.
Ja, ich kann vielleicht nochmal irgendwann in den nächsten ein, zwei Tagen, vielleicht auch nächste Woche, nochmal einen Reminder schicken, dass wir die verspätet bekommen. Aber wie gesagt, ich glaube, zu Release war nicht machbar. Ich glaube, sein Postfach wurde einfach gededost. Die Frage, die ich mir hier stelle, und das sehe ich jetzt im Moment nicht so, oh, okay, also nein. Ich habe mich nämlich gerade die Frage gestellt, ob das jetzt Ende ist, also, oder ob es noch tiefer geht. Die Antwort ist halt ja, also es geht auch noch viel tiefer. Das Problem ist, ich habe jetzt halt nicht mehr so viel Leben und die Lebenspopel bringen halt irgendwie so gefühlt gar nichts. Also, ja, gar nichts ist gelogen, aber scheiße wenig. Lass den nochmal ganz kurz durchrömmeln, ich habe keine Ahnung mehr. Also ich glaube einfach, dass sie halt nicht mit der Resonanz auch gerechnet haben, die das Spiel jetzt ausgelöst hat, weil es halt eben so in die Kerbe von halt Dark Souls halt schlägt. Alter, das ist ja quasi gar nichts. Also die kleinen taugen ja wirklich nüschte. Ich wollte eigentlich in die Ausrüstung, danke. Und da. Wie? Na, so, okay. Naja, immerhin sind wir voll. Und jetzt noch ein Boss? Tiefen der Offenbarung. Ach du heilige Scheiße, jetzt haben wir ja zwei Gebiete offen. Denke, dass da vorne ist ein Leuchtfeuer. Ja geil, jetzt haben wir zwei Gebiete offen. Das finde ich mega cool gemacht, by the way. Also so dieses Level hat mir sehr gut gefallen. Nee, es ist kein Leuchtfeuer. Es ist eigentlich Kehre aus dem Totenreich zurück, Dude. Ich will die ja jetzt nicht hier einschmeißen wie Smarties. Kommt hier in der Nähe ein Leuchtfeuer-Chat oder soll ich hier mal eins anpflanzen für das Gebiet? Weil ich könnte jetzt hier Feuer entzünden. Kommt nix. Okay, ja, dann pflanze ich erstmal hier eins an. Weil das Gebiet scheint ja jetzt auch erstmal wieder größer zu sein. Krass, also haben wir jetzt quasi drei Gebiete. Das Schneegebiet, das Gebiet und dann bauen wir mal hier einen an. Nice. Und immer noch keinen weiteren Leuchtfeuerboss gemacht. Immer noch eins von fünf. Ich dachte, dass wir nach dem letzten Stream in dem Feuergebiet echt mal irgendwann jetzt einen haben, den wir umbrätseln, aber irgendwie anscheinend ja nicht. Und die eine Tür. Stimmt, wie spät haben wir denn? Ich glaube, bevor wir jetzt hier rein exploren in die neuen Gebiete, gucken wir mal, dass wir die eine Tür finden. Die war... Müsste bei den Minen gewesen sein. Also, wir machen noch einen Moment, aber nicht mehr so ultra bumslange, weil ich ja morgen noch arbeiten muss. Kann halt schon mal sagen, Plan für nächste Woche. Montagabend werden wir wahrscheinlich Spider-Man reingucken, Dienstagabend machen wir Placement von Yannicks Lieblingsspiel. Mittwoch weiß ich noch nicht, wahrscheinlich geht dann Lords dann weiter. Kommen ja wie gesagt auch neue Spieler halt raus. Ich weiß ja gar nicht, wie ich das alles hier machen soll. Da ist die Tür, genau. Also das ist Tür Nummer 1. Wo war Tür Nummer 2? Ja.
Wo bin ich denn nu? Tür Nummer 2, kommst du von hier hin? Okay. Also ist quasi der Anfang und der Ende dieses Gebietes die beiden Türen. Okay, dann gucken wir uns das hier nochmal ganz fix an. Dann machen wir das jetzt so als erstes Optionales. Ich höre was. Ah, da ist ein Hundi. Und ein Dudi. Ja, sind die schon mal weg. Standarten. Mhm. War da oben noch was, Chat? Hab jetzt gar nicht so genau hingeguckt. Aua. Okay, da geht's runter. Und hier bleiben wir oben. Da ist wieder so ein Kackmob. Das könnte man, wenn man kritisch ist, sagen, die Reichweite der Gegner, was sie schießen, ist ein bisschen zu weit. Ja, guckt euch das an. Also das ist halt insane. Das können wir für meinen Geschmack ein bisschen nach unten regulieren. Feuersalz, ne? Also, wie ich das Spiel am besten beschreiben würde? Es sieht... Ja, gut aussehen, nee, es sieht schon besser aus als Dark Souls 2, weil das erste, was ich sagen wollte, es sieht halt aus wie Dark Souls 2. Okay, es sieht aus wie Dark Souls 2 in schön, spielt sich aber wie Dark Souls 3. So würde ich das Spiel beschreiben. Also für die Leute, die es so ein bisschen vielleicht kategorisiert haben wollen. Okay, hier können wir einen anpflanzen. Ich vermute, das könnte ein Boss jetzt sein. Okay, wer ist er? Oh. Naja. Standard. Lass mich raten, die haben ja auch in die Lava, für Lava-Resistenzen Items gepackt. Nee, okay, ich komme da so hin. Da ist auch noch eine Leiter. Achso, oh, ist das eine Leiter? Ach doch, ja, okay, das war jetzt ein Render-Bug. Huch.
Ja, aber Markus spielt's ja auch selber. Au. Okay, das war vielleicht ein bisschen knapp. Okay, ich dachte, das kann man vielleicht benutzen, aber nee, kann man nicht. Standard, kleines, aber kein großer. Immer noch keine großen. Okay. Ist hier oben irgendwas im Umbral? Habt ihr da was gefunden, Chat? Ich frage jetzt einfach mal, sonst müsste ich hier wieder jede Ecke absuchen, ob hier irgendwas ist. Immer diese Sniper. Der runter? Nö. Ach doch. Oh ja, das war bad timing. Das war bad timing. Ach so, der ist von hier gekommen. Oh, der Hund ist aber auch ziemlich wandlastig. Da oben ist der Sniper. Alter, das ist schon wieder ein Gebiet. Hilfe. Achso, das ist einfach ein Rundgang. Okay, das hat sich nicht gelohnt. War ich jetzt hier? Ja, da bin ich gerade rausgekommen. Okay. Also müsste ich jetzt ja zu dem Sniper kommen. Ausgesnipert. So, jetzt ist nur die alles lustige, entscheidende Frage. Wo geht's weiter? Also hier drüben sieht's aus wie ein Gang, aber wie komme ich da rüber? Ah, oder hier. Ah ja, das ist der Schlüssel auf der anderen Seite von Glückseligkeit. Yes, wobei die Leiter hier gerade auch nicht reinlädt. Also das ist quasi da, wo wir schon mal waren. Dann haben wir das Gebiet quasi fertig. Hat sich jetzt nicht mega gelohnt, muss ich sagen. Also, da war jetzt nicht viel drin. Genau, das ist die andere Tür. Das war jetzt ein bisschen enttäuschend.
Da war noch ein anderer Weg. Wo? Also ich habe jetzt nicht mehr gesehen. Direkt als du durch die Tür durch bist. Also die Tür jetzt hier. Am Anfang. Okay. Da sind wir ja relativ. Das ist ja gar kein Problem. Muss ich aber noch dafür hoch, Fabio? Ja, du sagst es am Anfang vom Gebiet. Der Anfang vom Gebiet war da. Sorry, also... Du meintest hier. Also ich weiß nicht, wo dieser Strahl hingeht von diesem Mob. Ich hoffe, ich muss ihn nicht bekämpfen. Und Sensei, sei gegrüßt. Ja, es gibt, glaube ich, einige Dinge, die ganz gut versteckt sind, die man dann beim ersten Playthrough vielleicht nicht findet. Jetzt, da waren wir jetzt dank... Ist da unten bei dem Baum wieder was, Chat? In Umbral? Otto von Knispel zu Hause. Also da kann ich mich auch wieder entmenschlichen. Hier kann ich einen Shortcut öffnen. Oh, dahinter ist noch so ein goldiger Ritter. Warte mal, ich habe mal ganz kurz hier noch meine Buffs laufen. Also mit Buffs ist das Spiel ja jetzt nicht so kompliziert, aber da unten waren wir. Den Ritter haben wir gemacht, das ist die Hängebrücke, wo wir waren. Also von daher, hier waren wir. Das ist jetzt nur der Shortcut, den wir die ganze Zeit gesehen haben. Jetzt ist die Frage, ob hier was ist. Ja, eine heilige Quintessenz, meine werten Freunde und Damen und Herren. Das ist ein neues Estus-Upgrade. Das möchte ich mitnehmen. So, nice. Dann hat sich das ja doch gelohnt. Dann... Und ich habe gerade einen schweren Stein gelootet, meinte Chat. Habe ich das? Weiß ich nicht. Bin ich sicher, ob ich vorher zwei oder einen hatte. Brauche auf jeden Fall noch vier. Für eine Waffe. Und dann brauche ich nochmal sechs für die zweite Waffe. Und danach weiß ich nicht, was ich als nächstes brauche. Ah ja, hier. Was haben wir gesagt? Achso, warte mal. Ja doch, aufwerten kann ich ja nicht. Von daher können wir Vitalität machen. Was passt? Teleptinskin. Dann können wir einmal nochmal die Runde machen. Einmal wieder einen quatschen.
Und dann nochmal 8. Ach du Scheiße. Ey, ich dachte, dann wechselt das nochmal. Ich hab mir schon 5 Stück hier gekauft. Hallo again, friend. Hier gibt's halt schon keine mehr. May your path be blessed. Okay, wer ist auch anscheinend weg? Okay. Was ist eigentlich mit den Dudes hier hinten? Mit dem habe ich noch nie wieder gesprochen. Können wir mal mit dem mal ganz kurz quatschen. Wo waren die? Nee, hier nicht. Ach, wir könnten auch mal ganz kurz gleich noch als abschließendes Ding zu den Reapern da hinten gehen. Die müssten wir ja mittlerweile dann auch mal platt kriegen. Sagen die eigentlich mittlerweile was? If you're looking for the captain, he's left for the manse. Alone. Nathaniel and I wanted to accompany him. But he wouldn't hear of it. Told us to keep an eye on things here. Said it was important. But I wonder at that. The thought of Captain hounded by... Oh. I'll pray for his safe. The thought of Captain stopped hounded by... Okay. Also Pfarrhaus. The captain was prepared to carry that umbral burden, even though the man already carries burden enough, misplaced as it is. If your paths cross out there, you do right by him, because lamp-bearer you may be, but even lamp-bearers feel pain just fine. Understand? Plenty of allied sentinels blind themselves to the true light one way or another, but we Fidelis follow Captain Stowmund with our eyes wide open. Plenty of allied sentinels. Okay. We Fidelis follow. Ein Feini. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Hund ist, den man streicheln kann. Und Becky, sei gegrüßt. Moin. Our holy work continues, Lamp-Bearer. Fellow sanctified vessel, may Aureus' divine radiance flow through me and into you. So, und jetzt brauchen wir bei Gyros. Wie viel brauchen wir als nächstes? Nochmal 2. Okay. Und Hemi am Seil, auch gegrüßt. Moin. Okay, der hat nichts Neues. Okay, dann nicht. Gucken wir nochmal beim Schmied, ob ich da was abgeben kann. Also jetzt hätte ich endlich mal eine Rune, aber die nützt mir halt nichts. Gewährt Mana beim Töten. Ja, weiß ich nicht, ob es noch andere viereckige gibt. Weil da kann ich jetzt leider nicht mit dienen. Und Mana brauche ich halt nicht so wirklich. Ja. Gut, gucken wir nochmal zu den Reapers. Ganz kurz. Ich will ja noch gar nicht Schluss machen. Ich muss aber gleich, Chat. Ich will aber noch gar nicht. Aber ich muss ja irgendwann. Wie gesagt, falls ihr Spaß habt, lasst gerne ein Follow da, die jetzt gerade vielleicht rübergekommen sind mit dem Raid. Ich bin eigentlich immer unter der Woche abends ab 20:30, 20:45 da. Wieder gerne Souls-Likes, wobei nächste Woche, wie gesagt, wird wahrscheinlich Spider-Man dazukommen. Alan Wake 2 kommt als nächstes dann irgendwann dazu. Ja, Lights of P möchte ich noch zu Ende spielen, das möchte ich noch zu Ende spielen. Also von daher Variety-Content hier in den Abendstunden. Und ja, da machen wir uns immer dann einen schönen Abend. Würde mich natürlich dann über ein Follow freuen, den einen oder anderen hier wiederzusehen. Nö, das wäre ganz nice. So, dann gehen wir mal hier rüber. Also ich habe das Gefühl, die sind schwieriger als der Boss, weil sie mehr durch die Gegend flippern. So, ist jetzt hier Ruhe im Puff? Endlich darf ich diese Leiter erklimmen. Thank you.
Kokon der Verzweiflung und Mana-Klumpen. So, und was ist jetzt hier? Ist ja gar nichts. Das ist ja voll Betrug. Lol, das alles? Ich dachte, hier wäre ein Weg. Hier ist ja nichts. Das ist ja eine Täuschung. Okay, dann können wir hier auch einen Haken dran machen, Chat. Naja. Ich hätte jetzt gedacht, da geht's noch weiter. Das sah halt für mich so aus, als ob das hier irgendwie weitergeht. Aber nee, anscheinend nicht. Aber dementsprechend einfach nur so ein optionales Ding für das Schwert. Naja, schade. Abgeschlossen. Sad. Achso, der sagte, der ist in der Kapelle. Meint er mit Kapelle hier? Können wir mal ganz kurz nochmal hingucken. Ich bin zwar jetzt tot, aber... Ach, hier kann ich mich lebendig machen, dann siehst du mal. Ich denke, die meinen das mit Kapelle hier, ne? Okay, aber hier ist keiner. Dann weiß ich nicht, was die mit Kapelle meinen. Also außer hier geht's noch irgendwo... Ja, geht es. Ja, keine Ahnung, wo der Dude dann ist. Okay, wie ich die befreie, weiß ich auch noch nicht. Weil ich auch nicht interagieren kann. Schimmer. Okay, das war jetzt close. Kam man denn hier hin? Achso, das war auch nur dafür. Okay, check. Ja gut. Dann weiß ich nicht, was hier ist. Machst du nix. Ja gut, dann haben wir Schneegebiet und die zwei optionalen Gebiete. Eins mit dem Setzling und eins ohne Setzling. Jetzt ist die Frage... Lastenaufzug? Kallrad und das waren unten. Theoretischerweise müssten wir erst da weitermachen. Wo haben wir denn jetzt hier nochmal gesetzt, Chat? Das war oben beim Fahrstuhl, ne? Weil der Setzling geht ja weg. Man kann ja immer nur einen Setzling haben. Also ergo, das Gebiet machen wir nicht als nächstes. Wenn ich mich wieder ein Setzling setzen will, ist der untere weg. Also müssen wir unten weitermachen. Genau. Das müssen wir beim nächsten Mal machen. Also porte ich mich eher nach unten. Aber gut, ich bleibe jetzt in Himmelsrast.
Morgen Stream? Nee, glaube ich nicht, weil Wochenende und Frauchenzeit und so. Also von daher, auch wenn ich vielleicht gerne wollen würde, weiß ich nicht, vielleicht später? Aber ich kann es nicht versprechen. Ich muss mal gucken, wenn Nicole irgendwann im Bett ist. Aber dann wird es eher so ein Spätabendstream. So Richtung 23, 0 Uhr. Und dann so bis 3, halb 4 oder so. Muss ich mal gucken. Samstag auf keinen Fall. Samstag haben wir Spieleabend. Und damit meine ich analoge Brettspiele. Ja. Über Sonntagabend könnte man verhandeln. Haben wir Sonntag Mod-Meeting? Nee, ne? Über Sonntagabend. Also Sonntag halte ich für nicht unwahrscheinlich, weil die dann ist halt, gehen die auch so früh ins Bettchen und so und alles, dann kann ich auch wieder, ne, theoretisch. Ja, also dementsprechend, ja. Ja. Also vielleicht Freitag und Sonntag. Wobei, tatsächlich dann vielleicht morgen, je nachdem, ob machbar, vielleicht dann schon mal in Spider-Man reingucken oder so. Aber ich will auch Souls weiterspielen, sag ich schon, Lords of the Fallen weiterspielen. Ich komme einfach nicht mehr hinterher hier mit den ganzen Spielen. Das ist ja, schlimm. Nächste Woche und du hast vor zu erscheinen. Ja, das hast du jedes Mal. Und dann glänzt du mit, Abwesenheit. Spider-Man kann man auch skippen. Wow, wo kommt der Spider-Man-Hass her? Let me check. Nee, noch kein Key. Feels Batman. Ja, werden wahrscheinlich noch am Verteilen sein. Unüblichst. Aber gut, ist ja heute auch erst quasi Release-Tag eine Stunde oder so. Von daher, mal gucken. Mal gucken, wann Herr, Frau, Influencer, Sony Network gnädig ist. Ja, still pending. It's still pending after all this time. So. Ah, ja, also wie gesagt, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ich sehe zottelig aus, das hoffe ich, kriegen wir auch am Wochenende mal im Griff, ein bisschen die Frisur frisieren. Schlimm, also dementsprechend ja. Vielleicht morgen, vielleicht Sonntag, kommt ins Discord, Ausrufezeichen Discord, da gebe ich Updates. Wann ein Stream ist, also sollte außerplanmäßig da was sein, werde ich das bekannt geben. Ansonsten der nächste reguläre Stream ist am Montagabend zwischen 20.30, 20.45 rum. Wie gesagt, vielleicht Freitag, vielleicht Sonntag, aber das steht noch in der Schwebe. Das ist so ein bisschen abhängig, wann Frau ins Bettchen geht und ob sich das halt noch lohnt. Bock habe ich, wie gesagt, Spiel gefällt mir nach wie vor. Also dementsprechend der Punkt, wo es angeblich scheiße wird, ist aber nicht erreicht. Stattdessen muss ich sagen, hatte das Spiel heute für mich seinen Hochpunkt. Auch wenn die beiden Bosse eher easy waren, aber von den Leveln und wie sie aufgebaut waren und die Aufsplittung der Wege, Hochpunkt. Also das fand ich war bis jetzt heute der stärkste Levelabschnitt, so vom Gefühl her. Fand ich ziemlich nice. Hat mir sehr gut gefallen. Also von daher, ne, durchweg immer noch positiv. Ja, aber wie gesagt, ne, Zeit und so. Genau. Ansonsten sage ich, habt ein schönes Wochenende, wenn wir uns nicht mehr sehen sollten. Genießt das Wochenende mit den Spielen eurer Wahl. Ich glaube, ist ja im Moment genug draußen. Lords of the Fallen oder Diablo, die neue Season. Oder Spider-Man für den einen oder anderen. Also ich gehe mal davon aus, im Moment sind ja genug Spiele halt tatsächlich für jedermann am Stissel. Danke fürs Reinfolgen. Danke für den Support. Lasst gerne auch ein Follow da, falls ihr es noch nicht gemacht habt, um keinen Stream zu verpassen in der Zukunft. Und wenn das hier weiter ausgebaut wird mit den Story-Feature, werde ich das auch auf Twitch halt nutzen, um da ab und zu mal was zu posten. Haben wir ja am Anfang drüber gesprochen, finde ich ganz cool. Haut da rein. Schlaf da fein. Bis zum nächsten Mal.